sagt er, ich hatte noch nie so wenig Geld in irgendeinem Fallout-Teil. Naja, am Anfang. Ja, aber das auch nur so ungefähr eine halbe Stunde. Moment, wie komme ich denn da jetzt dran? Hm? Raider-Rüstung mit Taschen. Raider-Rüstung. 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 Aber Leute, ich mache nicht mal allzu lang, weil ich kriege langsam echt mehr Kopf- und Halsschmerzen. Das nervt echt langsam. Ich denke, Entdeckstation Morgatown. der Server wird ja eh gleich schon wieder. Nein, 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 bis 2 Nee. Uhr geht's. Oh, ja gut. Also ich Aber zwei werde so Sachen. lange machen, bis ich wahrscheinlich im Sitzen einschlafe. Musst du morgen arbeiten? Ja. Und? Alter, sag bloß, ich habe jetzt so ein Schweinegeld ausgegeben und kann das schon. Nachrichten. Hat jemand Larry Pickerman gesehen? Flash, komm mal kurz her. Ich hab dir was hier auf den Boden gelegt, das ist ein Bauplan. Okay. Danke. Sagt der nö. Klar, was soll ich denn sonst sagen? Fall auf die Knie und huldige mir. So meinte ich das nicht. So, verbeugen ist besser als heilen, habe ich jetzt gerade gekriegt. Das bestimmt jetzt die nächste Quest. Oh, Kerle. Das wird ein harter Abend. Für dich. Lederkombi. Gut. Ja. Aber was ich noch nie hatte in Fallout ist, dass ich so schnell so viel Platz hatte, dass ich so viel mitnehmen konnte. Ja gut, also wenn du hier mit deinen 130 Kilo anfängst, die du schleppen kannst, dann bist du ja nur noch am Heulen. Dann wette ich mit dir, dann bleiben viele Casuals gar nicht erst hier bei dem Spiel. Richtig. Da stehst du. Da könnte ich eigentlich theoretisch jetzt die Waffen doch noch verkaufen, die ich jetzt hatte. Es ist ja nur ein Kronkorken. Hier, kannst du ran. Was? Wie? Was? Du wolltest ran, hier stehe ich, hier scheint ich doch gerade. Ich bin noch nicht mal beim Flughafen angekommen. So. Ich porte mich da jetzt gerade erst hin. Du könntest dich mal heilen und dir mal einen Red Away reinhauen, beziehungsweise in entgegengesetzter Reihenfolge. Irgendwas so eine Art, genau. Und jetzt wieder zur Basis zurück. Eine Reise. Ja, Videospiele sind organisatorische Arbeit. Take me home. Dammit. Toll, da wäre ich glaube ich schneller gewesen, wäre ich gelaufen. Jetzt hat er mich nämlich davor Alter, ausgesetzt. dieses Schwert, was ich hier bekommen habe, das macht Schaden, das ist nice. Das Camp war das, was wir untersuchen sollten, was hier rumsteht. Ja. Da hat aber auch schon gerade eine andere oder ein anderer das Camp aufgeschlagen gehabt. Und hier steht Camp und aktivieren. Hast du es schon? Ja, ich habe den Roboter geholfen und dann ging es halt so. Bäh, bäh.
Was kann man denn meinem Roboter helfen? Ah, der wurde hier angegriffen, ich habe dem geholfen und dann ist das Missionsmarker-Ding über ihm verschwunden. Und, ja. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, werde ich mich nun erstmal ausloggen. War mal wieder ein Genuss mit euch. Gesundheit. Danke. Genau, wisch mal weg. Da brauche ich einen. Dieses einen so. Oh, Lassan. Guck mal, Also, ich weiß nicht, hast du mal Ghostbusters gesehen? Climber. Ja. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch auf jeden Fall fürs nette Spiel. Ich danke auch allen Zuschauern, die da waren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bitte, wenn ihr nicht auf dem Dual seid, geht bitte zum Katka, er spielt noch weiter. Kannst ja zu mir Aber rüber ich will ihn. hosten. Das ist eine gute Idee. Aha. Katka und seine Ideen. Ausnahmsweise mal gute. Kannst du mal sehen, ich lerne dazu. Manchmal. Selten, aber manchmal. Nein! Doch. Oh. Du, ich habe mir jetzt eine Polizeiuniform angezogen. Haha. Damit ich mich nochmal ein bisschen visuell von Flash jetzt abhebe. Ich habe auch ein Lederkombi an, aber egal. So. Auf jeden Fall danke ich euch allen, die ihr da seid. Und ja, es war wieder ein Genuss. Schön, dass ihr geschrieben habt. Ein Genuss Und ich in wünsche Nuss. euch noch viel Spaß mit dem Adler. Und mir! Und dem Nostalgischen auch. Yay, er hat meinen Namen gesagt. Number one Waifu. Auch ein Tschüssi von Sayuri Saki bei mir im Chat. Das habe ich gerade noch gelesen. Ja. Injektor, eine Schusswaffe, die 5 Schaden macht. Das Ding habe ich noch nie angefasst. Zumindest nicht freiwillig, sagen wir es mal so. Du fährst Sachen an. So, jetzt will ich mal eben deinen Ratschlag folgen und mir tatsächlich meinen. Warte mal, habe ich den einen Right Away? Wahrscheinlich nicht. Nein. Doch! Doch, 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 warte, warte. Nee, das war noch Red X. Yosaki, schlaf gut. Boah. Ah, da hätte ich mich jetzt auch aufgeregt. Wer jetzt in dem. So, ihr beiden einsam. Ich werde jetzt auch gehen und ihr beiden noch viel Spaß beim Spielen und macht nicht so dolle. Jo, was denn dann? Jo, Bis tschüss. denn. User disconnected from your channel. Oh. Oh, ein Holoband. Ein Holoband. Wollte es immer gerade so nicht verrecken. Aber das Glück, dass sie noch so ein HP haben. Ich wollte gerade sagen, wie bin ich denn jetzt diesen Turm hochgekommen? Mit den Füßen? Nee, ich konnte das Loch nicht finden. That's what she said. Moment. Was? Plot Armor. Also, wir könnten ja mal jetzt Event-Quests machen dann. Da unten ist nämlich gerade jetzt wieder eines. Speisung, nee, Speisung der Hungrigen haben wir schon mal gemacht, oder? Bauplan Sicherheitsplakette, was? Früher war ich an den Und hier ist was, da steht einfach nur, finde das Bürgermeisterbüro von Grafton. Grafton? Das ist jetzt halt einfach nur so ein orangener Kreis. Also ich glaube, das ist auch dann wiederum mein Event. Da ist etwas, das aussieht wie ein Golfplatz.
Oh, ne, das bist nicht du. Nein, ich bin im Loading Screen. Ja. Vakis. Vakis. Na komm, Vakis. Okay, ja, okay. Er ist des friedfertigen Friedenwillens. Mal gucken, wie lange sich das hält. Was zur Hölle macht er da? Ballert er sein Magazin leer? Hier sehen Sie den Fallout-Spieler. In seiner natürlichen Umgebung. Bam, 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 bam. Der Fallout-Spieler kann sein eigenes Körpergewicht. Alter, ich will ins Mothman-Museum. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Warte, ich geh vor. 21 Kronkorken, aua. Dann kannst du hinterher jumpen. Jo. Wo ist das? Nördlich, südlich? Westlich. Ah, da. Ja, das sagten sie ja auch bei der Pressekonferenz. Da sollen ja ganz viele Mythen und Legenden aus West Virginia mit aufgegriffen werden. Ich denke aber nicht, dass das hier in dem Bereich schon kommt. Aber ich sag mal, den Plan, den du hier hast, das sieht ja schon sehr nach so einem Trophy-Jäger-Ding-Verschnitt aus. Wo bist du? Ich kann dich gar nicht finden. Beziehungsweise so ein Tourismusplan. Mhm. Ja, das irritiert mich halt auch, dass ich Start drücken muss, damit die Karte aufträgt und nicht das übliche B. Du meinst Escape. Vom Vault. Ja, ich benutze jetzt wieder Controller. Weil ich jetzt halt auch wiederum auf dem Sofa liege. Ah ja. Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe doch Radio an, wieso ist meine Musik aus? Da war jetzt nämlich gerade irgendwie für 5 Minuten Pause. Ich aber bis zum und Sofa wieder. Aber bis auf AP-Entzug scheint Hunger und Durst halt noch nichts auszumachen. Also auf extrem in Normal-Fallout würdest du halt ja richtig verrecken. Keine Ahnung. Ich habe noch nie den Hardcore-Modus gespielt, außer einmal in New Vegas, um mir das Achievement zu holen. Extrem-Modus gespielt. Ja, 5 Minuten einmal angemacht oder wieder aus. Nö, wie gesagt, ich habe ein Achievement, das Achievement geholt, also kurzum die kurzmöglichste Variante gemacht, überall einfach durchgerannt, alles ignoriert und das kürzeste Ending halt gemacht. Ich glaube, das war halt hier Mr. House oder sowas, einfach alle Ermächtigungen geben und tschüss. Ja, das dürfte auch das kürzeste Ende sein. Gut, ich glaube, du musst einmal für ihn irgendwo noch eine Roboterfabrik aktivieren, aber sonst... Naja, das ist bei Caesar drin, aber da wirst du ja dann eingeladen von Caesar in dem entsprechenden Quest-Part. Deswegen kommst du da ja auch unverdroschen hin. Musst dann halt nur möglichst schnell reisen, wenn du da aus der Fabrik rauskommst. Oder ich glaube, du musst sogar noch zum Eingangstor rennen oder sowas. Bevor die da richtig pissig werden. Ich glaube, ich habe auch 1200 Mal nachladen müssen, weil ich dann wieder irgendwas gekillt hatte. Aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. Aber du musst doch dann auch noch den Legaten besiegen in der letzten Quest. Nö, für sowas habe ich einen Begleiter. Ach so, ja dann. Irgendwo hinter die Steine verstecken und dann steht er schon 50 Mal auf und dann... Point Pleasant gefunden. Automat für medizinische Vorräte. Das hört sich nach etwas an, das ich gerne haben will. Ja, WoW,
War nett mit dir, aber ich glaube, ich werde dann erstmal hier ein neues Zuhause suchen für eine Weile. Ja gut, bis zum 15. läuft's ja noch. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Oh ja, du kannst die Red Away kaufen. Nehme ich. Ja, wenn du guckst, was es kostet, dann heulst du. Oh, aber das war es wert. Na ja, gut, man muss halt hier 2-3 mitnehmen oder so. Wie viel Geld habe ich denn jetzt überhaupt noch? Achso, ja. 102, das soll erstmal reichen. Geht mal heiß duschen. Furry. Nur mit einem mehr, aber. Was dann wieder Fury macht, aber. Jeden das Skill 2 Tresor knacken. Ich weiß noch nicht, was du hast. Flash, lock nochmal ein. Wach klingeln. Hey, Flash. Flash. Was hast du für ein Skill? So rufen wir ihn um 3 Uhr morgens an, so. Na, um 3 Uhr wäre er schon wieder dicht. Au. Oh, das sind Riesenzecken oder sowas. Was zur Hölle? Ja. Du könntest du die bitte mal so kiten, dass du nicht ständig irgendwas davor hast, aber wie die hochgehen, ey. Oh. Alles, Wetz ist hier wirklich sehr nützlich, weil du hast dann halt echt einfach, der geht halt auch allein schon in die Richtung, selbst wenn er prozentual halt nicht trifft. Der ist dann halt schon auf die drauf, wo du dann selber... Ja gut, ich muss sagen, hier mit der Sniper Rifle geht das Wetz halt echt gut. Aber die Zecken, ey. Ja, kommen ja noch schlimmer. Wenn ich eine Sache wirklich richtig widerlich finde, sind es Zecken. Hier auf dem Dach liegt auch alles voll mit Leichen. Und Whisky. Der Tag ist gerettet. Was habe ich denn noch hier? Ach, der. Was halt hier recht interessant ist, du findest ja immer mal wieder Panzer und so Spielereien, aber irgendwie was auf chinesische Truppen hinweist. Da kommt ein Roboter geflogen. Oder der Kreis da oben. Jetzt fliegt er wieder weg. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt hier mit Zombies. Die gerade ein bisschen sehr, sehr viele werden und alle Munition haben. Du meinst Verbrannte. Ja, Verbrannte. Was hab ich gesagt? Zombies. Naja. Entschuldigung. Dass ich sie misgendert habe. Aber was halt im Wetz halt absolut ungewöhnlich ist, dass du halt einfach das komplette Modell gezeigt bekommst von denen. Dass halt wirklich mit dem Wetz keine Trefferzone aktiv ist. Ja. Dass du nicht die Einzelteile hast, ja, das irritiert auch. Wo ich es hier angezockt hatte, das war auch so eine Sache. Ich so, ja, bist kurz auf Toilette oder sowas, guckst auf deinen Pip-Boy und denkst so, ja, alles klar. Hörst dann, wenn du gerade am Schiffen bist, so klatsch, 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 oh shit! oh shit, keine Zeit zum Abschütteln. Egal, lege ich einfach... Knoten reingemacht, losgewetzt. komm. Und auch so das erste Mal aus Gewohnheit auf den Wetz-Modus gedrückt. Vieh rennt weiter. Volt. Voltec, hey. Mein Pitboy ist kaputt. Ach so. Das ist nice. Du stehst da vorne. Die hatten dich alle auf Kimbo und ich hab die einfach hier hinten hinter ihrer eigenen Deckung zerbolzt. Eins nice. Gute Taktik. Tödliches L. Oh, hier geht's rein. Was ich ja als noch erwarte hier, dass du da... Oh, hier liegt ein, eine Audio-File.
Ist oh, guck mal, eine Red-Kakerlake. Jetzt hab ich sie aufs Bett geprügelt. Alter, warum schießt du denn aus der Entfernung drauf? Die kannst du doch mit deinem Kolben... Oh, hier, guck mal, die Wand. Oh, das Mothman-Museum. Da ist jemand ein Fan. Vor allen Dingen, das kenne ich ja auch aus meinen Teenager-Jahren. Da hatte ich auch immer von allen Museen Poster aufgehängt. Wer nicht? Mich würde mal interessieren, wo das Museum ist. Das muss doch eins von den Gebäuden hier sein, oder? Okay, ich höre mir gerade das Audio-File von dem an. Das ist so ein Spinner. Ach, das ist Eindringling. Ich wette mit dir, dass es den Mothman hier dann auch als Boss gibt. Ja gut, das ist doch schon bekannt. Mottenmann, was? Das sind, LKW-Spielzeug-LKW-Reifen. Es gibt Dinge, die unser Geist nur erahnen kann. Große Wesenheiten, jenseits unserer Vorstellung. Okay, Knochen und Skelette brauche ich, glaube ich, nicht mitnehmen, oder? Da kannst du verkaufen. Ach, leere Milchflasche. Braucht kein Mensch. Eine Zahnbürste. Im Briefkasten. Ausgezeichnet, schrupp, schrupp, schrupp. Nun schicke ich sie zur Kontrollstelle nach Washington. Mit Express. Vielleicht ist ja noch Garantie drauf. Ja, ja. Wo ist dieses Museum? Ich will dieses verdammte Museum sehen. Mich irritiert das auch, dass Sachen, die du für gewöhnlich aufmachen könntest in Fallout, die jetzt halt auch verschlossen sind. So wie bestimmte... Du meinst, die jetzt Deko sind. Ja, wie Mülleimer und so. Teilweise. Oder Müllcontainer. Gruseliger Teddy. Den nehme ich mit. Greaser Jacke und Jeans. Hey, ein Nuka-Cola-Truck. Geflickter Dreiteiler. Genosse Moppel. Nee. Franco Farm Feed. Aber dir fällt halt auf, dass halt hier viele Gebäude einfach nur verschlossen sind. Mhm. Ah, Werkstatt. Waffenwerkbank. Haben wir hier? Oh. Zahnräder. Kippen. Oh, hier kann man auch Gegenstände verwerten. Nice. Ah ja gut, zählt als als Werkbank. Die Teddys geben Leder. Ja, aber dadurch wird's doch nicht leichter, oder? Ich weiß es nicht. Also ich hatte das ja immer so als eine Erinnerung, dass halt alles, was pur Stahl und Aluminium ist, das ist, bleibt halt für dich im Hintergrund. Weil ich habe jetzt auch bei mir in den Gegenständen halt auch nicht gesehen, irgendwie Aluminium oder so, dass das irgendwas wegnimmt. Obwohl, warte mal, das ist bestimmt dann, wenn unter Sonstiges einsortiert. Müsste aber, ne, unter Schrott. Jop, hier hängt ein blitzendes Stromkabel. Es wiegt auch, genauso wie Munition. Naja, sag ich doch. Ja, muss man sich dann halt in der Base Kisten extra noch dafür anlegen. Ja, das Problem ist halt nur, außer die Versteckkiste kann halt jeder plündern. Oh. Wo ist dieses Museum, verdammt? Ist das überhaupt hier in der Stadt? Guck mal auf die Map.
Mach einfach mal die Map auf. Ja. So ganz große... unscheinbar. So ganz grund. Also es könnte auch einfach nur. Blutkäfer! So, wenn du jetzt ganz mit der Lupe nah dran gehst, dann steht da einfach Mothman Museum. Wird bald eröffnet. Ah, yay, ich habe schon die ersten Insekten gefunden. Schön. Und sie sind giftig, also pass auf. Blutkäfer. Die sind doch eigentlich altbekannt. Ja, das ist mir klar, die kenne ich auch. So, mal gucken, wie lange es jetzt nachtickt. Freunde, da frage ich auch so, boah, ey, was muss passieren, dass Insekten so groß werden? Mal. Ich kann doch auch für dich Sachen markieren, ne? Ne. Ich habe so ein Gefühl, dass es dieses eine Gebäude hinten, was abseits relativ genau. Rechts ist. Richtig, genau das meine ich nämlich auch, dass es das sein könnte. Ich wundere es halt, dass hier keine Schilder sind, hier auch so halb abgewichste, so Mothman-Museum, diese Richtung. Stimmt. Ah, okay, an umgefallenen Baumstämmen kann man auch Holz sammeln. Oh, okay. Ja, Holz ist ja, glaube ich, auch das geringste Problem. Naja, haben oder nicht haben. Ich sag mal, wegwerfen kannst du es ja immer noch, wenn du, wenn du überladen bist. Ja, oder halt verkaufen. Ja. Oder alles wegkochen. Ja, ich denke mal, spätestens wenn du kochen willst und stellst fest, so Mist. Ich sag mal, Rathirsch ist halt was, was sehr, sehr angenehm ist. Weil dann kannst du einfach mal einen kurzen, für 10 Minuten oder sowas 25 Kilo mehr schleppen. Aber ich glaube, Holz wiegt auch keine Tonne oder sowas. Das wird bestimmt auch so wie Aluminium oder sowas so ein ja, mini-winzig Betrag haben. Also ich scheine noch auf dem richtigen Weg zu sein. Zumindest laut Map. Laut Map gehen wir richtig. Wahrscheinlich hätten wir da einfach nur über die Brücke gehen müssen. Da hätten wir einen viel einfacheren Weg gehabt. Ja, da oben ballert auf jeden Fall was. Sie schießen auf uns! Dann sind wir richtig. Ja, uralte Videospielregel. Überall da, wo die Gegner sind, ist richtig. Redaway, Handschellen und was hat der andere? Keine Ahnung, ich finde nicht. Ach, da. Da war nur ein paar Klammer. Melone und abgekochtes Wasser. Na gut, dafür hat sich das ja schon mal gelohnt. Ja, was ich lustig finde, dass die Ghule hier gerade mit Befreiern gekloppt haben. Oh, Sprengstoffkiste und Munition. Hier steht auch eine große Kiste. Hm? Oh, gut. Flash, Bam, Alakazam. Medikit. Vor allem nur verbrannte Bücher findest du hier, die, unverfackelten Bücher, die gibt's hier nicht. Vielleicht irgendwann mal in einem späteren Gebiet, wo du es dann so hast, wie diese eine Nebenquest in Fallout 3. Na ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier nur ein Ausschnitt von der Karte ist, oder ob das jetzt einfach nur das erste Gebiet ist.
Das ist halt so die Frage, sag also ich mal. Von der Größe her wird es ja passen mit, zumindest von Fallout 4. Und die haben ja gesagt, es soll zwei- oder dreimal so groß sein. Viermal, wenn ich mich recht entsinne. Aber dann müsste nämlich so wie das Gebiet jetzt ist und dann halt jetzt nochmal was dran gepappt. Ja, das Mothman Museum? Oder das ist halt auch eines dieser Dinge, das erst später freigeschaltet wird. Weil da ist ja auch viel. Was war das? Statue. Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen Heilung reinpfeifen. Oh ja, das solltest du. Da sind ja auch überall hier Absperrungen und so weiter. Dass da vielleicht irgendwas auch wie so ein Raid erst später freigeschaltet wird. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Raids hier geben werde. Ich weiß nicht, das würde hier gar nicht dazu passen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich halt meiner Meinung nach schon ziemlich, ziemlich seltsam an, dass hier nicht allein unterwegs bist. Weil du ja der Lonesome Rider bist. So, jetzt hat man ja hier eine gute Aussicht. Was sieht denn da irgendwie aus wie ein Museum? Oh, ich habe mal hier mein Camp aufgestellt. Ich habe meins noch überhaupt gar nicht aufgestellt. Ja, ich habe auch gerade Achievement bekommen, so Ding! Es war halt immer Flash Camp, was wir irgendwo hingedübelt hatten. Nee, über der Brücke kann es auch nicht sein, weil da sind keine Gebäude eingezeichnet. Da muss es ja da in der Stadt sein. Ich werde nicht ruhen, bis ich das Mothman-Museum gefunden habe. Ja, ich bin halt wirklich mal gespannt, ob es hier Walls gibt oder ob einfach nur die Atomabschussrampen die Walls sind oder ähnlich. Ach ja, Schnucki, du hast Hunger. Okay. Es ist nun ein Saubär. So, noch schnell hier eine. Kiste reindübeln. Fallen. Das war das Lagerung, glaube ich. Ressourcen. Düngerproduzent. Lol. Da können wir dann auch wieder Getreide anbauen. Ja, nice. Das war ein Bett hier schön, die Pampa. Behälter, also wichtigste überhaupt, die Vault-Tec-Kiste. Ein Hotdog. Mein Hotdog. Konservierungsstoffe hier sehr groß geschrieben werden anscheinend. Ein Zahnrad zu wenig, dang it. Ah.
Ach, das ist die Kiste, die da im Hintergrund flackert. Ich dachte, das wäre hier der Greenscreen gewesen. Das war ein Stream hier im Katka beim Schlafen zu gucken. Genau, du pennst nachher ein, so. Nee, ich lieg hier im Bett und penn gerade eine Runde. Ach so. So günstigste Heal hier im Game. Du fühlst dich ausgeruht. Ich hab das Museum gefunden. Nice. Zumindest eine Statue. Eine Statue vom Mothman. Ja, gerade kurz meine Rüstung reparieren, dann bin ich sofort bei dir. Ja, Mothman Museum. Ein Kleber fehlt, dang it. Hä? Direkt da vorne? Lol. Ich find's so schön bei meinem Walltech-Foto, wie mir einfach der Waltboy über die Schulter guckt, so, hä? Ach so. Das ist, das bereite dich darauf vor, enttäuscht zu werden. Das Mothman Museum ist eher so wie so ein Comicbuchladen. Ich geh mal noch nicht rein, bis du noch nicht hier bist. Ja gut, prinzipiell könnte das halt auch so ein Gag sein, sag ich mal. Weil gibt's ja oft, dass da irgendwelche sich für irgendein Museum rühmen oder sowas. Und das ist dann halt wirklich einfach nur so eine Mini-Kuriositäten-Show. Ja, das musst du ja allein hier schon gucken. Das Erdöl- und Erdgasmuseum wird ja auch übelst angepriesen. Ah, hier. Oh, hier waren wir doch gar nicht im Innenhof, ha? Nice. Guck mal, der hat hier auf die Öffnungszeiten gewartet. Ja, so wie sich jetzt gehört. Ich glaube, der ist an seiner Kippe verreckt. ja, Mikroskop. Das gibt immer viele Einzelteile. Telefon ist auch immer gut. Ist das ein dreckiges... Ja, es ist ein dreckiges Blut... Also ein leeres Blutpaket. Ja, das ist nicht so gut. Ja, das kannst du brauchen, um... Oh, Aludose. Schwupp. Hier, noch ein. Erfordert Skills 2. So, einer von uns muss mal sich dazu entscheiden. Beziehungsweise wir müssen mal besprechen. Der Mottenmann kommt. Lag hier. Ah, noch ein Holotape. Geil. Der Mottenmann kommt Teil 1. Ja, geil! Oh, das ist genauso wie der Grey Ghost. Manchmal erschreckend ein Feld zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Manche Kreaturen schwingen sich in die Lüfte. Eine davon wird seit Generationen immer wieder von den Menschen in West Virginia gesehen. Ihr Name bleibt, aber über ihr Wesen wird viel spekuliert. Der Mothman. Für einen Menschen. Der Mothman. Für eine Bestie. Manche für den Teufel. Andere für einen Engel. Andere für einen Engel. Der Mothman kommt. Beginnt im Gemeindekrankenhaus. Aufmachen! Schwester? Jetzt. Schwester Handy? Jawohl! Wie geht es dir? Yay! Vielleicht noch ein Stimpack? Wie geht es dir vielleicht noch ein Stimpack? Munitionsautomat! Vor allem, wenn du bemerkst, bedenkst, dass die eigentlich dazu da sind, um Notschmerzen zu heilen. Ja, ja.
Deswegen sage ich ja, wie geht es dir? Noch ein Stimpack? Das ist so eine Konversation. Ja, ich habe dich gerade aus Versehen mit einem Auto angefahren. Ah, das merke ich mir. Ich will auf jeden Fall noch in den Keller irgendwann. Welchen Keller? Es gab einen Keller, aber dafür brauchst du Dietrich 2. Hm. Das keiner von uns hat. Ah, hier. Ach nee, Restrooms sind das. Ach so. Vor allem hier die eine nach draußen Tür ist auch knackbar. Gott, das ist so ein fucking Kinderhörbuch. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Ja, schade, dass im Loading Screen das aufhört. Ja. Ja, aber es geht wenigstens weiter, wenn du angekommen bist. Ich erwarte jetzt noch jeden Augenblick, dass die drei Fragezeichen gleich um die Ecke kommen. Bist du jetzt gerade reingegangen? Ich habe mich zum Camp geportet. Ach so. Fürs Knacken gab's jetzt keine EP, ne? Da habe ich nicht drauf geachtet, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Alter, das ist der Mothman! Warum muss ich jetzt gerade an eine Star Trek Folge denken? Das spannende Ende von Der Mottenmann kommt. Nein. Nein. Werde ich nicht sammeln, nein. Naja, ich werde dann jetzt auch mal offline gehen. Oh, lasst ihr mich hier alle im Stich, oder was? Ja, leider. Ich habe so das Gefühl, dass die Kiste hier ein Reskin ist von der normalen Kiste und deswegen flackert die. Und Desktop da. Ja gut, ihr Lieben, dann enjoyt euren Abend mit Katka. Wollen wir mal sehen, wie lange ich noch mache, aber das Schlimme ist, ich habe ja richtig, richtig Bock. Ja, du musst aber bedenken, wenn es dann jetzt tatsächlich rauskommt und dann doch alles wieder zurückgesetzt wird, dann ist es dann auch wieder. Ja gut, aber allein wenn du die XP behältst und so weiter, das ist ja schon recht ja, ordentlich. Ja gut, das ist schon gut. Sie haben ja gesagt, ihr behaltet eure Chars und ich persönlich sag mal, wenn dem nicht ja, so ist, wäre das schon ziemlich kacke. Ihr behaltet eure Chars, ist halt ein weitläufiger Begriff. Level 1. Was? Ja, ihr behaltet eure Chars. Nur Chars doch noch da, wo ist das Problem? Genau. Zähneknirsch. Sind genauso wie ihr sie designt habt. Tja. Ja, was mal schön wäre auch zu sehen, wenn das irgendwelche Boni macht. Ah, doch, da. Wahrnehmung, bla bla bla. Max AP. TP. Knallbeersaft. Klug. Was ich auch mal schön fand, wenn du irgendwas an Getränken oder so hergestellt hast in einem anderen Fallout, wo dann irgendwelche Drogen reingekippt hast, wie Jet oder sowas, so, alles klar. Ja, Buffout und so weiter habe ich ja schon einiges gefunden. Also sollte ich mal Tragprobleme haben, dann habe ich das schon mal sicher. Naja gut, ich persönlich find's halt einfach nur geil, dies. Ja, das ist ein Tee auf Pflanzenbasis. Dann steigert es deine Wahrnehmung. Was brauchst du dafür? Ja, ein Blatt hier von dem Tee und zwei Jet.
Das ja, ist okay so. auf Pflanzenbasis. Okay. Ja, du verstehst, was ich meine. Mit Jet, ey, so das chemischste Zeug, was es überhaupt gibt. Ja, vor allem, du brauchst ja doch nur zwei von den Dingern drücken und abhängig. Ja, genau, abhängig. Wie wollen sie das wohl machen? Wieso, das war doch schon. Ja, geil, du kannst ein Dixie bauen. Oh ja, hier, da ist er, der, der Dekontaminierungsdusche. Der Dusche, gut. Ah, da, Wasser. Agua Minerale. Ja gut, dann viel Spaß noch und wir sehen uns dann demnächst. Jo, schlaf gut, bis, ja, wahrscheinlich spätestens morgen irgendwann. Ja, oder so. Bis dann. Tschüss. Tschö. User disconnected from your channel. Boah, hab ich jetzt 5 Rad bekommen? Hä? Ich hab das doch gar nicht gesoffen. Auf jeden Fall noch mal hier ein Wasser noch. Dann können wir noch den restlichen Tee verkochen. Okay, allein bei Wasser sammeln fängst du schon an zu knistern. So. Hör was ist mit Tee? Ach, die Wahrnehmung, Max AP. Na komm. Ist ja egal, ob es der oder der Tee ist. So, dann wo marschieren wir denn jetzt Schönes hin? Ah, da drüben wird es jetzt wahrscheinlich richtig teuer. Wieder auf Streife, das hatten wir doch schon gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann sagen, es ist die fruchtbare Erde wieder. Der Leitwolf. Na? Sie tötet das Alpha-Tier, okay? Wir hier im fucking Freizeitpark. Lecker Eichhörnchenbissen. Und Bourbon. Weißscheiß. Fängt schon an. Brocke. Was? Die Prügler. Nein. Oh, dammit. So, wie weit müssen wir denn noch? Ah, okay. Was haben wir hier?
Ich hänge es auf dem Jahrmarkt auch ankommen, finde ihn. Okay, dann gehen wir erstmal Richtung Süden. Und leiten die Wölfe. Oder lassen die Wölfe leiden. Und ich sollte was trinken. So, wo haben wir denn? Ach komm, hier mal. Nuka Cola. Gibt wenigstens so ein paar Bottle Caps. Zeitungsjunge. Schaden durch meine Lurks. Na schön. Das ist sogar ein Teil, was man noch gebrauchen kann. Auf zum nächsten Wolfsrudel. Aha. Baum. Hier durch die Gegend äumelt, kann ich das auch. So. Dammit. Hä? Wo seid ihr? Ich will euer Loot. Den Berg runter geragdollt. Ah ne, hier. Das Berserkers Bleirohr, ja nice. Nimm dieses rotglühende Bleirohr mit der bösen Ausstrahlung. Bärenauflauf. Dafür ist die Waffe echt nicht geeignet. Puh.
und dich gar nicht gemütlich Skulltüte als Metallrüstung. Ah, rechtes Bein, alles klar. Schaden. Na, lassen wir das mal dran. Jeden Fall wieder ein bisschen. Damit ist das Springen nicht geklappt, aber okay, ist wenigstens der Zaun offen. Dass sie immer gerade so überleben müsst, ihr Mistviecher. Oftmals. Die wollte ich nicht, aber die funktioniert auch. Treten also gerade das Gebiet, wo er verschwunden ist. Oh, Kaugummibär. Danke. Dass alles hier noch Strom hat und blinkt. First Aid. P-Tablett war, glaube ich, das Alu, wenn ich mich da recht entsinne. Noch ein Fräser. Hallo. Wartebereiche. Nee. Whatever. Mich wundert, hier gibt es auch keine entsprechenden Fallen. Und Tür öffnen, so ist noch das Klack und denkst dir, Rüms! Beule drin. Hui! Metallregale. Gestützt.
Premium. Okay. Brummbär. Genau, medizinische Vorräte kippen. Bäh. Oh, den kann man sogar aufmachen. Ein Giddy Butter Cup. Ah, alles klar. Sagen, der hat sich hier richtig weggelötet. Box. Rettichfleisch, das kann man doch gebrauchen. Bist noch da? Okay, ich dachte, er fängt jetzt an und steht wieder auf. Jangles, war das nicht der Weltraumaffe? Ich bin immer allein, Flash. Mr. Fuzzy mit violetter Krawatte. Was ist ein Mr. Fuzzy? Also wahrscheinlich auch so ein Teddy. Okay, wenn wir Glas brauchen für irgendwas, wissen wir genau hier, Jahrmarkt. Knatter, knatter. Boah, ernsthaft. Habe ich das Gefühl, dass da was drin ist? Na, oh, ich habe ein Level up. Gott, was war denn? Schlösser knacken. Schlösser knacken, Agility oder ist das Luck Flash? Oder worunter fiel das? Schlüssel knacken, welche, wo landet die Karte drunter? Na komm, machen wir einfach mal einen auf Luck. Glück in Dosen. Ist ein essbarer Gewehr. Essbares Gewebe erzeugen, je höher der Radwert ist, so höher die Chance. Was? Schnorrer, wird zusätzliche Munition beim Durchsuchen von Munitionsbehältern? Nahrungsmittel beim Inventar verderben 30% langsamer. Das Zeug verdirbt. Hey! Hacker's Intelligence. So, 4. Luck können wir auf jeden Fall. Ja, komm, da haben wir den Pharma-Fan noch oben drauf. Dann haben wir das auch wieder voll. Die Spieler halten 5 Sekunden lang eine Gesundheitsregeneration. Das ist natürlich auch nice. Ja, schade, ich habe leider keine Lockpicking. Ich habe so das Gefühl, dass der, den wir suchen, da drin ist.
Sieht doch mal interessant aus hier. Den könnt ihr euch auch merken, wenn die Dinger hier eine Beule drin haben, kann man sie nicht aufmachen. Wenn der Rollo noch glatt ist, dann kann man ihn aufmachen. Scheint irgendwie da so ein Gebäude zu sein, was man einnehmen kann, was Flash und ich im ersten Part hatten. Ah, den Stadion? Teil der Country-Rennstrecke, alles klar. Sind die hier Destruction Derby gefahren mit radioaktiven Fahrzeugen? Das wär's natürlich hier. Aluminium! Sie sieht auch aus, als wäre hier irgendein. Kann man Aluminium abbauen? Gibt es Aluminiumerz? Silber, okay. Ja, nice, wenn das hier mal kein Ressourcenpunkt ist, der sich lohnt. Eigentlich Crossplay geben bei Xbox und PC. Ihr habt angeblich bei PlayStation nicht, weil Sony ist da ja eh ziemlich pinsig, was das angeht. Die haben ja sogar in Fortnite wohl Leute gesperrt, weil die, als die Switch-Version rauskommt, auf der Switch gezockt haben und nicht mehr auf der PlayStation. Fand ich schon eine harte Sache. Sagen, wo springst du nicht, keine Ausdauer? Yay! Okay, also hier darf man auf jeden Fall keine Beine haben, wenn man hier sitzen möchte. Der Sound kam gerade. Welcher Sound? Der Düdlim oder was meinst du? Das war die Maus. Oh, der hat wieder so ein Hauch Leben noch. Boah. Hä? Wo seid ihr denn hin, Jungs? Oh.
Okay. Oh, hier kann man den größten Luxus looten. Toilettenpapier. Oh, da ist noch ein bisschen was. Ach ja, jetzt kann man beanspruchen. Da ist der Handy. Schlosserknacken, mein alter Erzfeind, aber nur in diesem Game. Kippen. Ach, so eine Fernsehkamera. Ich dachte gerade, was sind das für Kanonen? Wenn ich das jetzt hier beanspruche, das kostet garantiert Kohle, das werde ich aber nicht machen. Also man bringt hier an sich eh nichts. Aber hier oben drauf Geschütze zu stellen, wäre natürlich eine richtig schöne Sache. Oh, wo ist mein Marker? Da hinten. Wahrscheinlich jetzt hier den ganzen Weg, den Berg wieder hochkraxeln. Baum. Ne. Funkturm, hoffentlich ist jetzt hier nicht wieder irgend so ein mega übertriebenes Mistvieh. Mole Rats sind ja jetzt nicht so schlimm. Ist eine Datensammlung beschäftigt. Okay. Hallo. Brauchst du nicht so erschrecken, nur weil ich dich antippe. Alter, ernsthaft? Zuckerpflaumen, ich bin auf dem Weg zur See, um dort nach Wasser zu suchen. Pumpkin habe ich mitgenommen. Soll zurück, hoffentlich bin ich bald wieder da, bevor du aufwachst. Hast du Glück, sie schläft noch, aber beeil dich, bevor sie wach wird. Okay, Rechner funktionieren auch nicht mehr. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir uns jetzt hier an Abwurf rufen können.
Okay, weil es nicht im Besitz ist, können wir, dürfen wir da jetzt nicht schnell reisen oder was? Theoretisch brauchen wir da ja dann nur hier der Straße folgen, um da vorne hinzukommen. Aber hier, wir könnten eigentlich mal in den Atom Shop gucken. Thank you for your precipitation. Heroisch. Oh Gott. Bärenhunger. Finsterer Blick. Okay, da ist halt dann doch großartig nur nichts drin. Geh die Buttercup. Okay, das geht dann automatisch rüber. Ah, alles klar. Wofür sind die Symbole? Wäre mal interessant zu wissen, sage ich mal. Dann haben wir da hinten noch eine Berghütte. Die Axt. Okay, war wohl nur einer. Au. Was das? Supermutanten, alles klar. Au! Misty! Alter, wenn ich eine Dachteln, das klatscht ja ganz schön, ey. Nope, das denn ist nicht mehr da. Das einzigste Blöde ist halt, dass ich jetzt halt hier die dicken Lampen hier stehen habe, weil sonst das mit dem Greenscreen nicht funktioniert. Ist halt noch mehr was im
im Wohnzimmer rumsteht, sage ich mal. Im Studio dauert halt noch einen Moment. Vielleicht muss ich mir da auch Gedanken machen mit der Stromversorgung. Dass ich mir nicht jedes Mal wegen dem alten Haus die Sicherung rausdübel, wenn ich den Rechner anmache und die Beleuchtung, auch wenn da Energiesparlampen drin sind. Hey, Etty! Das heißt, ihr Banausen, ja, ne? Beide haben schon aufgegeben, Etty. Bleibst du hier? Irgendwo einer dabei. Flatsch. Juhu, Propanflöte. Lukas Cola Quantum. Halluzigenkanister, was zur Hölle? Verdünnt. Oh, eine Nähmaschine. Okay, das ist bestimmt nachher auch noch irgendeine Quest, wo man hier Skill 2. Okay, dann ist das hier Wolfshorde. Ich doch eben abgeschlossen, WTF. Ja, Flash, bei dem Wetter ist es ja auch nicht verkehrt. Angie liegt ja leider auch auf der Nase. Sonst hätte ich ja dann doch endlich ein Date mit ihr gehabt. Oh, Red Hirsch. Jawohl, 25 Kilo mehr schleppen, wenn gebraten. Vor allem da will ich hin, wo ich schon wieder überall rumlaufe. Das ist halt der 1A Fallout-Effekt. Das ist so geil. Oder wer es halt nicht kennt, Breath of the Wild. Kann sagen, super Motis. Dammit. Was ist das, euer verdammtes Ernst? Das Ding immer gerade so rausschwebt. Das sind das viele. Und zum Glück sind sie nicht sehr intelligent. Das ist immer ein sehr großer Vorteil bei Supermutanten. Wirklich geblockt, Mistvieh. Bist du? Hallo, mein Freund. An den hätte ich mal die dicke Knifte ausprobieren können. Aber merk schon, die Supermutanten, allein, dass sie so viel Loot geben. Schädelaugenhöhle. What the fuck?
sie so viel Loot geben, merkt man schon, dass das gehobene Gegner sind. Mistviecher. Futtermann Rathirsch, wenn ich noch einen hab. Und Fleischtopf. Das Fleisch nehmen, muss ich erst noch kochen, dammit. Jawohl. Noch mehr Gewicht. Ausgezeichnet. Oh, ich habe die Lampe doch an. Deswegen haben die mich so schnell gefunden. Dü-dü-dü. Ja, hier schön Hirnpilz als Kopfkissen. Nordstern von Michael Aubrey. Du bist mein Morgenstern. Ich sehe dich, wo immer wir sind. Im Unterholz, im Wald. Unsere Liebe eint uns. Und sie bringt uns Nebel und Dunkel, Wolken und Schatten, Himmel und Herd, Hain und Heim. Moni. 308er, ausgezeichnet. Holzhaufen. Alter, hat mich ja gerade erschreckt. Mal gucken, was wir hier machen. Ja, Tab zurück. Köterkeule. Okay, ich glaube, wir brauchen dringend einen Kühlschrank im Camp. Hat was gebracht? Das hat was gebracht, gewichtstechnisch. Nice. Sagen, futtern wir jetzt das Salisbury Steak. Gut, das wiegt kein Kilo. Süßkuchen, Gewicht, nein. Trinken. Gott, ich bin echt gewohnt, dass es wie im Original und Kilo wiegt, ey. Das ist noch irgendwo eine Farm, yay. Ah, hier ist die Farm. Die hat, so wie es aussieht, auch schon hinter sich. Guck mal, Ghule. Level 1, okay. Die Farm hier wohl was ist, was man auch erobern kann. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Für den verstrahlten Typen. Hier kann ich aber. Doch, ich kann das Camp rufen, okay. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Nice. Und wupp voll. Gut, sind aber bei mir schon mal einige Kilo weniger. Wilder Mais. Damit. Oh, Power Armor. Au, Mistvieh. Naja, komme ich eh nicht dran. Ey, fucking Bauer, wo Bauer aber rumsteht. Was bedeutet jetzt der Worldboy an der Seite, der da läuft? Kürbis. Ranger Hut braucht kein Schwein. Mistvieh. Als sie an den Knöchel rumknabbern. Kein Kleber, okay. Also definitiv Kleber looten wie blöd. Haben die hier Kunst hängen? Johns letzte Worte. Der Dreckskerl, oh, verdammten Schlüssel zum Getreidespeicher. Das weiß ich genau. Er spielt den dumm und sagt, er hätte keine Ahnung, wo er ist. Verdammte tollwütige Hunde. Habe ich angegriffen. Mein Bein sieht voll übel aus. Getreide ergibt es Medikamente. Ich werde es nicht schaffen. Wenn er mal im Speck hätte ich leben können, aber dafür ist es jetzt zu spät. Jetzt kann ich bloß meinen Frieden schließen und zu meiner Familie stoßen. Nachricht an Lau. Falls du meine Leiche findest, fick dich! Nice. 308. Okay, dann bin ich mal gespannt, welche... Ist das eine Kommi-Hütte da drüben? Lecker knuspriges Eichhörnchen.
Warum liegt Bier in der Babykrippe? Medics! Kippen! Kein Medikit, aber das Ding können wir auch mitnehmen. Ist das hier eine fucking Kommi-Siedlung? Ein Sieb, ja. Ist auch das erste, was ich einpacken würde, definitiv. Handarbeiterkleidung. Jeha! Grünes Hemd und Kampfstiefel. Haben wir jetzt weniger? Da zuckt das. Ich hab's ein bisschen verändert. Die Klammer tut fucking schnell abbrechen. Immer technisch dann. Ex in der Kleidung laufe ich rum. Du meinst, ey, ein Gabler Outfit. Hä? Ein Kühlbiss. Schorns Tagebuch. Oh, verdammt. Ganz kurz was gucken. Hallo, Sie haben ein Kakerlakenproblem. Dr. Elbers Match Cookie, okay. Hinweise, Sean's Tagebuch. Oh, Sean, also. Ich konnte den Schlüssel zum Getreidespeicher nicht finden, wo die Missionen, okay. Das ist auch nochmal der Hinweis. Mini-Kakerlacken. Ein Clown. What the hell? Luxus! Fischerhut. Schön. Hier sieht auch großartig nichts danach aus. Was ist denn der Getreidespeicher? Ah, da wird die Armor drin stehen hier hinten wahrscheinlich. Ah. Jetzt verstehe ich.
zur Hölle ist das? Ein bisschen schade findest, dass du die, das Camp halt immer wieder neu aufbauen musst. Das wäre halt schön, wenn da der das zurückholt und auch komplett aufgebaut hat, wie man das letzte Mal gemacht hat, weil wenn man es da hinrufen kann. Oh shit, oh scheiß, oh shit, oh scheiß. Alter! Kaliber 50, ey! Bada boom! Hab ich eben schon eingelegt? Hallo. Alter, ich mag diese Knifte. Boom. Liegt. Okay. Damit. Was ist echt? Es hakt an, Knack. Danke, Socker. Boah, hier auf das Pixel muss das drehen. So, was macht denn das Raider-Brustteil? Boah. Das. Hätte wahrscheinlich gut Geld gegeben, aber naja, was will man machen?
So, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir Supermutanten gut beseitigen können. Ja, ist noch nix. Eigentlich irgendwo die XP. Ah, Stufe 14 gleich erreicht. Stunden 58 Minuten. Ernsthaft. Schieß ich da gegen die fucking Wand. Oh, hallo. Ernsthaft? Da war noch Dicke drin. Schluss. Okay. Au. Was ist das? Wo kommt ihr denn her? Vielleicht. Was? Alter, wie viele seid ihr denn?
Granate. Damit! Ah! Das ärgert mich, dass ich jetzt nicht aufgepasst habe. Mal sehen, wie viel Loot noch da ist. Achso. Space. Zerrissen. Muttis müssten ja jetzt noch da sein. Also merke, Supermutanten umholzen. Gibt Loot. Also es scheint einfach nur irgendwas von dem Schrott zu sein, was man gesammelt hat. Ich würde sagen, hier müsste doch auch noch der ein oder andere Kumpel liegen. Damit, den wollte ich gar nicht. Ernsthaft, haben die mich gekriegt und ich habe die in die Luft gejagt.
Das ist die große Frage, wo stand die Power Armor? Ich will zumindest den Core von dem Teil haben. Klebeband. T60 sogar. Ist bitter, wenn man nicht genügend Lagerplatz hat. Überwältigende Geschichten. Schweißerbrille. Ja, nice. Was 17er kommen, die behalten wir so. Also.